im 3-3-System spielen. Spielen nochmal mal offensiv und dann geht man über Konter, ne? Schön abgefangen da von Theresia Meissner, der Pass. Und der Konter läuft. Ja, und waren Schritte. Das waren Schritte, aber eindeutig. Eindeutig, ja. Schritte wurde auch so entschieden und es gibt Freiwurf für Rostock. Und Bonnie Lenz holt sich da den Ball und der Konter läuft, aber durch zwei Spielerinnen kann man nicht durchpassen. Und in Kreis getreten. Und der Konter sitzt. Juliane Schiller, Treffer Nummer 5, 23 zu 16. Aber sehe ich das richtig? Die 4 auf der Rückennummer ist falsch rum drauf. Ist das eigentlich erlaubt? Du, solange eine 4 draufsteht, also in den Regeln steht es eigentlich nicht drin. Hauptsache, die Nummer hat die richtige Größe und die richtige Breite. Aber wie rum du die da nur rauf machst? Hauptsache, du kannst das als 4 erkennen und dann ist das in Ordnung. Ja, und kaum gesagt, die 4 schon getroffen. Ihr dritter Treffer, Lisa Traub, 23 zu 17. Wieder aufgepasst, Juliane Schiller und Grün-Weiß-Schwerin mit einem neuen Anlauf und auf Stürmerfoul entschieden. Ja, ist richtig. Sie ist mit der Schulter zuerst rein und es ist eindeutig Stürmerfoul. Und da liegt die Spielerin flach, sie hat alles gegeben an der Außenlinie. Für Rostock, die jetzt wieder im Angriff sind und versuchen, sich gegen die neu formierte Schweriner Deckung durchzusetzen. Das klappt nicht. Und der Schweriner Trainer setzt trotz des Vorsprungs auf ein schnelles Spiel seiner Mannschaft. Setzt immer weiter fort und schön durchgesetzt. Juliane Schiller, sechstes Tor, 24 zu 17. Das war jetzt ein wenig aufgehalten. Fußball gibt es dafür gerne mal eine gelbe Karte. Wie ist das im Handball? Und beim ersten Mal pfeifen wir es eigentlich immer noch grundsätzlich zurück, weil du kannst dich ja, die wollten einen schnellen Angriff wieder ausführen, also Anwurf. Und wenn du als Spielerin kommst, du ja dann auch nicht so schnell weg und dann pfeift man halt Korrektur und dann passt das schon. Ja, technischer Fehler. Vier Schritte und damit Ballbesitz für Rostock. Noch knappe 3 Minuten zu spielen hier im letzten Spiel des Blitzturniers an der Reiferbahn und es zeichnet sich ein deutliches Ergebnis ab. Der VfL Bad Schwartau gewinnt dieses Turnier mit 2 deutlichen Siegen gegen Grün-Weiß Schwerin und den Rostocker AC, der hier nochmal erfolgreich ein Netz durch Johanna Borchert zum 24 zu 18. Und den zweiten Sieg gegen Grün-Weiß-Schwerin. Und Grün-Weiß-Schwerin scheint sich hier durchzusetzen. Es steht 24 zu 18, 2 Minuten vor dem Ende gegen den Rostocker HC und damit sollte die Platzierung hier klar sein in diesem Vorbereitungsturnier. Theresia Meissner nochmal mit einem Hüftwurf
der über Umwegen dann auch ins Tor fällt. Es ist ihr 10. Treffer in dieser Partie. 25 zu 18. Technischer Fehler von Lenzer und Isa Zettler mit ihrem 8. Treffer in dieser Partie. 25 zu 19. 1,5 Minuten noch zu spielen. Ein Trainer, der verzweifelt. Lang oben. Das klappt und beim nächsten Mal machst du wieder unten. Warum? Eine typische Trainerfrage, oder? Das stimmt, ja. Mache ich aber auch immer. Ich bin auch so als Trainer. Ich frage dann auch immer nach. Aber du kannst denen das ja auch. Du musst bei denen manchmal auch echt dann 5 oder 6 Mal das sagen und dann irgendwann klappt es dann auch mal. Dann merken sie sich das auch. Und wie ist das denn als Spieler? Ist man da denn anders, wenn man doch gleichzeitig Trainer ist? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das ist zumindest eine ehrliche Antwort. Und den haben sie schön geholt, Bonnie Lenz. Trifft mit ihrem 2. Treffer in dieser Partie. 26-19. Und dann nochmal ein Tor. Isa Zettler. Mit ihrem 9. Treffer beendet die Partie 26 zu 20. Die zweite Halbzeit geht also an den Rostocker HC. 10 zu 13 die zweite. Gewinnt die 10 zu 13 die zweite Halbzeit. Und damit endet das Spiel 26 zu 20. Gut, das Blitzturnier ist vorbei. Grünball Schwerin, Zweiter geworden. Haben sich doch ein wenig abschlachten lassen im ersten Spiel, ist dann ein wenig rausgeholt im zweiten. Ja, und ich wende mich mal direkt aufs Spielfeld. Erstmal an Bonnie Lanz, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Erstmal vorm Spiel, wie ging es dir vorm Spiel? Fragen wir erstmal da. Boah, alles super. Die Stimmung war auf jeden Fall ganz gut. Also ich war gewillt zu gewinnen heute. Ja, hast du auch einmal. Du hast auch doppelt getroffen im zweiten Spiel. Das ist eine Erfahrung, die du nicht so oft gehabt hast in den letzten Jahren, glaube ich. Ja, wie geht's dir nach diesem zweiten Spiel jetzt erstmal gegen Rostock? Also erstmal erledigt, ne? Man läuft sich ja hier schon den Wolf wund. Und ja, aber die Tore machen das wieder weg. Der Erfolg, der pusht dann wieder hoch und dann geht's einfach weiter geradeaus und ja. Ja, Steffen, die Mannschaft wacht geschossen, kann man das so sagen? Nach dem Flaschenschuss lief es dann. Braucht die Mannschaft das? Wenn sie es braucht, soll sie es sein, dann können sie es jedes Spiel haben. Aber dann muss ich vorher den Schiedsrichtern das ankündigen. Ich glaube, die sehen das nicht allzu gerne, die Spielunterbrechung, die da mit bei war. Ist eine unglückliche Aktion, weil es eben halt wirklich eine Unterbrechung gab. Aber in dem Moment, weil wir gerade die Aktion, die da passiert ist, in der Kabine besprochen haben, dann läuft sie gleich im ersten Angriff wieder falsch. Und wir hatten uns gegen Rostock eben halt extrem viel vorgenommen. Die Mädels wussten, was auf dem Spiel steht, ein trainingsfreier Sonntag. Den haben sie jetzt. Ich glaube, da sind sie glücklich drüber. Dann können wir heute den Abschied von dieser Spelling feiern. Aber wieder, wenn sie ein Wachzeichen brauchen, soll sie es bekommen. Gut, ja, Bonnie, was ist schiefgelaufen im ersten Spiel? Was habt ihr falsch gemacht? Warum hört ihr nicht auf den Trainer? Das ist eine wohlberechtigte Frage. Ich weiß auch nicht, wo bei uns beim ersten Spiel, woran das lag. Ich habe ja selber schon mit Steffen auf der Bank auch gesessen und darüber geredet. Ich weiß auch nicht, woran das lag genau. Also der Wille war da, aber irgendwie haben wir dann einfach nachgelassen. Die ersten paar Minuten liefen gut an. Und dann, keine Ahnung, was denn so passiert ist bei uns. Weiß nicht.
Wir saßen hier am Kampfnehmertisch, habe einen Schiedsrichter dabei gehabt, der meinte, zu viel Tippfehler, zu viel technische Fehler. Siehst du das genauso? Das waren die einfachen Fehler, die wir in der gesamten letzten Saison gemacht haben, wo ich eigentlich gedacht habe, wir sind über diese Phase hinaus, weil die ersten 6 Wochen der Vorbereitung riefen richtig gut. Gerade mit dem Trainingslager letzte Woche und dem Spiel gegen Kriwitz dachte ich, wir sehen sowas nicht mehr. Meine Mannschaft hat mich heute wieder eines Besseren belehrt, dass wir weiter daran arbeiten müssen. Aber lieber passiert es mir heute als in 3 Wochen gegen Doberan. Ja, wie kommen so viele technische Fehler zustande? Ich meine, wie lange spielst du Handball? 9 Jahre. Nach 9 Jahren sollte man einen Ball fangen können, oder? Schon, aber ach, ich weiß auch nicht, was heute mit den Händen, keine Ahnung. Ist schon in der letzten Zeit so, muss man sich erstmal wieder, weiß ich nicht. Also versprichst du im Spiel gegen Doberan, in 3 Wochen läuft es dann besser? Auf jeden Fall. Ja, das ist doch eine klare Ansage von deinen Spielerinnen. Kann man sich darauf verlassen als Trainer? Das wäre schön, wenn ich mich darauf verlassen kann, aber ich denke schon, dass die Mädels alles dafür tun. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Wir haben eben halt eine schwere Saison vor uns. Es ist einer der leichteren Gegner, da muss man eben halt anfangen zu punkten, weil sonst wird es verdammt schwer gegen den Abstieg. Und damit wollen wir eigentlich schnellstmöglich nichts zu tun haben. Und ich denke, wenn die Spielerinnen sich zusammenreißen, und ich denke, man hat das ja phasenweise im zweiten Spiel gegen Rostock gesehen, was wir können. Wir waren im zweiten Spiel noch mehr geschwächt. Lisa Arndt musste krankheitsbedingt das zweite Spiel komplett fehlen. Jette Wahl hat gefehlt und Steffi Duber auch. Also von daher ist bei uns noch Luft nach oben. Ich habe den anderen Mädels gesagt, die eben halt ran wollen, die mit in die Stammteam wollen, sollen sich heute nochmal zeigen. Bonnie hat das letzte Woche schon gegen Bad Schwartau gezeigt, dass sie auch von ungewohnten Positionen für sie mit ungewohnten Würfen gefährlich sein kann. Also es war heute nicht sehr überraschend, dass sie da 2-mal getroffen hat von der Position aus, weil sonst hätte ich sie da nicht hingestellt. Und ich hoffe, dass das jetzt eben halt alles besser wird und wir dann für die Saison gut gewappnet sind. Ja, wie verhindert man, dass es in der Saison zu so einer Schlafmützigkeit, nenne ich es mal, kommt wie heute im ersten Spiel? Man kann ja nicht immer vorher ein Spiel machen, damit es dann in einem Liga läuft. Nee, das ist wohl richtig, aber ich denke mal, dass die Voraussetzungen für uns dann noch ein bisschen anders sind. Schwartau hatte sich warm spielen können. Die hatten eben halt diesen Vorteil, dieses eine Spiel mehr, und das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Wir hatten eine provisorische Erwärmung, weil der Zeitplan relativ eng ist, was sicherlich auch so gewollt ist. Und ich denke auch, dass die Spannung und Konzentration zum Punktspiel immer noch eine andere ist, als wenn wir hier ein Turnier bestreiten und ja, mit dem Gedanken eben halt noch ein zweites Spiel bestreiten zu müssen. Gut, es geht also jetzt los, trainingsfreier Sonntag. Gut, für euch wird denn jetzt kräftig gefeiert heute Abend? Auf jeden Fall. Mit der ganzen Mannschaft? Ja. Ist der Trainer dabei? Man munkelt noch. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Feiern, wünsche euch viel Glück für die neue Saison und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Sport in Schwerin mit Grün-Weiß Schwerin.